Einen wunderschönen guten Tag allen Cineasten und Cineastinnen. Willkommen mir wieder bei Movie Checks News Time. Während Star Wars Anthology Part 1 eher ein militärisches Sequel im Star Wars Universum darstellen wird, weil es uns die Geschichte erzählt, wie die Rebellenallianz überhaupt an die Pläne des ersten Todessterns gelangt sind, wird es in Anthology 1 auf einen guten alten Sci-Fi-Western hinauslaufen, nämlich Boba Fett, initial als sozusagen Anti-Held des Anthologies Part 2, trifft auf Han Solo. So zumindest die Gerüchteküche, die allerdings anscheinend immer mehr an Relevanz bekommt und vor allem auch immer wahrscheinlicher wird. Boba Fett und Han Solo in einem Film gegeneinander, das stelle ich mir sehr, sehr witzig vor. Außerdem wäre es auch eine Genugtuung, endlich mal einen längeren Zeitraum Boba Fett zu sehen und nicht gerade dabei zuzusehen, wie er in die Sarlacc-Grube fällt. Nicht unverschuldet durch Han Solo selbstverständlich, aber hey, nobody's perfect. Blöd ist nur, dass genau dieser zweite Teil der Anthology-Reihe seinen Regisseur letztes Jahr verloren hat. Josh Tank, der Regisseur, der dieses Jahr noch versuchen will, mit Fantastic Four zu überzeugen, wo ich immer noch so ein bisschen skeptisch bin. Disney lässt aber natürlich nichts anbrennen und ist schon auf der Suche nach Ersatz. Zur Wahl stehen Jon Favreau, den Regisseur des ersten Teils von Iron Man, und Matthew Vaughn, der mit X-Men erste Entscheidung auf jeden Fall Maßstäbe gesetzt hat und auch hier wahrscheinlich Maßstäbe setzen könnte. Und was viele in Anbetracht der Faktenflut und Gerüchteflut, die für Anthology 1 und 2 bereits einbrechen, immer wieder gerne vergessen ist, dass hier auch noch ein drittes Sequel geplant ist, nämlich Anthology Part 3. Ja, und worum soll es da gehen? Nun, Gerüchten zufolge wird es sich um etwas Mystisches handeln, etwas um die Macht zu erläutern und noch besser in das bisherige Franchise zu integrieren. Und ganz ehrlich, welches machtaffine Wesen könnte sich dafür besser eignen als Meister Yoda himself? Meister Yoda, der in seinen mehr als 800 Jahren Lebenszeit im Universum doch so viel Wissen angehäuft hat über die Macht und um das Universum. Dementsprechend ein Sequel, welches uns das Leben von Meister Yoda nahebringt. Wow, das wäre auf jeden Fall was ganz Großes und ich glaube, ein Sequel würde dafür auch definitiv nicht ausreichen.